Willkommen zurück bei Stranded Deep. So, jetzt brauchen wir noch was zu essen. So, jetzt weiß ich noch nicht, ob das ein kleines Fleisch bringt oder ein großes. Oder ein mittleres, meine ich. Oh, ist disgusting. Ja, ich brauche doch noch ein bisschen mehr zu essen. So. Quatsch. So, dann gehen wir noch mal hier kurz rüber. Machst du jetzt wohl das Feuer aus? Denkt er, dass ich das Fleisch da reinlegen will? Also das ist ja lustig. Na, die Fackel könnte man natürlich mitnehmen. Wo ist denn jetzt meine Überlebenskiste? Hier. Ja. Ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Ja, wir kühlen uns dann auf hoher See ab. Was ist das denn?
Ach so, Gesundheit plus. Sind das... Ich weiß, dass ich unter Wasser bin. War echt zwei Stück von. Wow. Das sind die Aloe Vera. Ayuga ist das, nicht Aloe Vera. Dann ist es ja sowieso egal. So, dann fahren wir nämlich jetzt da dran vorbei und dann sollten wir direkt zum Flugzeugträger kommen. Und dann schaue ich mal, dass wir da auf jeden Fall mitnehmen, was geht. Deswegen habe ich jetzt auch relativ wenig dabei. Oh, dieser Hammerhai. So sollte ich auch direkt an der einen Insel vorbeikommen und zu der mit dem Flugzeugträger hinkommen. Damit wir hier das Endgame auch wirklich abschließen können, müssen wir auch erstmal alle Bosse noch besiegen. Aber dafür brauchen wir ja auch erstmal das Duct Tape. Meine Strategie ist jetzt erstmal, dass wir den Gyrokopter zusammenbauen, dass wir relativ schnell immer hin und her fliegen können. Das mit dem Boot ist ein bisschen uff. Und dann, dass wir halt genug Sachen farmen, das heißt Holz, Nahrung, Pfeile für Speargun, wenn wir die dann irgendwann mal haben. Ja. Und dann dementsprechend größeres Boot bauen, um dann die Endgegner zu besiegen. Also kann noch zwei, drei Folgen gehen, das Let's Play. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass da irgendwelche großen Viecher auf der Insel auf mich warten. Diese ganzen Rationen, die wir eben gefunden haben, das wäre halt so die Sache, die ich da mitnehme, wenn wir einen Bosskampf machen.
Weil ich ja wirklich relativ schnell Essen, dass ich immer so weit drüben sitze, dass man eine Aufzählung nicht sieht, Essen dabei habe, Trinken dabei habe. Bei so einer Ration, glaube ich, weiß ich nicht, drei so Balken halt. Irgendwie war ich der Meinung, dass ich noch im Hellen ankomme. Ja, allzu weit ist ja nicht mehr. Ich gerade die Details rein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diese Insel mit dem Boot besuche. Ich bin nicht sicher, ob da drüben eine große Krabbe auf mich wartet. Könnte aber natürlich sein. Hier sind, glaube ich, nur Steine. Da fragt man sich schon, wie konnte der riesige Flugzeugträger hier so auflaufen. Dass ich jetzt angehalten habe, ob irgendwas hinter mir läuft. Ich muss erstmal hier außen umschauen. Da ist eine große Krabbe. Na, ich glaube, dass wir hier draußen umschauen, wird erstmal nichts. So mit diesen Lichteffekten hier kommt einem das ja fast vor wie ein Horrorspiel. Da könnten die noch ein bisschen mehr Details reinbringen, finde ich. Ah, da vorne liegen die Gyrocopter-Parts, die ich brauche. Alter! Eins, zwei, drei Sachen zu reparieren und drei Endgegner gibt's. Alles klar, Spiel.
Als ob das so gemacht ist. Ah, da war ein Stein. Natürlich ist da noch eine Lampe drin. Gyrokopter Einheit. Leg ich da mal rein. Ich will nochmal schauen, ob ich hier noch an irgendwelche Materialien rankomme. Ohne gleich einen großen Gegner reinzurennen. Anscheinend nicht. Wobei hier auch keine weiteren Materialien sind. Brave Krabbe. Na klar. Nee, das ist nix. Ist du mir hier in Ruhe? Ach so. Man muss nur mit denen reden, dann geht das. Das ist eine Aloe Vera Pflanze. Sehr gut. Die würde ich nämlich dann zu Hause auch noch so ein bisschen anbauen. Ja. Ach so. Genau, und in die Richtung geht's dann nach Hause. Okay.
Haben wir jetzt zumindest mal den Gyrocopter-Part? Ein Teil vom Gyrocopter. Ein Gyrocopter-Part, wer redet denn so? Teil vom Gyrocopter. Und dann würde ich jetzt die Folge beenden. Würde ein bisschen weiter rudern und dann in der nächsten Folge sind wir dann wieder kurz vor unserer Insel. Wenn nicht irgendwas Dramatisches zwischendrin passiert. Okay, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stranded Deep. Tschüss.